Hallo Leute und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Pokémon Rot. Im letzten Part haben wir Zedos besiegt und damit sind wir Champ geworden. Ich habe offscreen, wie gesagt, noch zwei, drei Pokémon gefangen, habe jetzt 50 Pokémon im Pokédex. Dann lesen wir nochmal durch, was alle Icons sagen. Ich freue mich, dich zu sehen. Was sagt dein Pokédex? Zeig ihn mir doch mal. Dein Pokédex steht, gesehen 134, bis jetzt 50. Eisbewertung, du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hol dir den bei meinem gegebenen EP-Teiler ab. Also, ja, okay, toll, wow. Dafür habe ich jetzt Bälle verschwendet, toll. Dann fliegen wir nach Azuria City. Und dann kümmern wir uns um Meftu. Und Meftu werden wir auch nicht fangen, Meftu werden wir töten. Töteroni. So wie die anderen Legendäre. Deshalb macht euch gar keine Hoffnung, dass wir ihn fangen werden. Es wird keinen epischen Kampf geben, es wird hingehen, es wird töten und dann gehen wir wieder. Yay! Ich sollte mir Fluchtzeilen mitnehmen. Ja, dann... kann ich schneller wieder raus. Soweit hat Pepe nicht gedacht. Nein, soweit hat Pepe nicht gedacht. Ja. Items aufnehmen. Fluchtzeil. Ich kann sofort 5 Stück, wo sind die? Eins möchte ich haben. Nichts mehr, danke. Geh weg. Dann komme ich später nämlich schnell. Auch wenn ich mich frage, wie funktioniert eine Fluchtzeil? Ziehst du einfach die ganze Zeit ein Seil hinter dir her und rennst dann in eine Zeile entlang oder ziehst du dran und dann zieht dich irgendein, keine Ahnung, ein Dragoran zieht dann an der Leine ganz fest, dass du rausfliegst oder bei Schaufler kannst du noch verstehen, dass kannst du den Weg rausbilden. Funktioniert das bei Ding. Naja, egal, nicht unbedingt. Superschutz aktivieren erstmal. Und dann mit unserem Turtok surfen. Ach ja, die Pokémon, wo ich mir gefangen habe. Wir haben einen Ibitak gefangen, ich habe mir einen Machoke gefangen und einen Ditto. So, die haben wir jetzt auch in unserem Pokédex. Also, keine Angst. Nichts verpasst. Ja. Und rein geht's in die Azuria-Höhle. Ach ja, hier sind ja die Pokémon ultra stark. Vergessen! 52, ja, frage ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber egal. Solange ich noch fliehen kann, mit Elektroball soll ich eigentlich vor allem weglaufen können. Eigentlich. Warum ich hier nichts dazu vermache? Ich habe keine Zitronen dabei, das ist das Problem. Knoga! Das Pokémon ist, was ich besiegen kann mit Elektroball, dann mach ich es weg. Dann habe ich ein Pokémon Level 52, 53. Brauche ich jetzt hier Zitronen? Das ist gar nichts. Das ist nichts. Oh Mann. Die Horn, Alter. Der Rizoros meinte ich doch. Hier scheint ja doch nur. Solche Pokémon kommen dann. Turtok ab nach vorne. Drei Pokémon schnetzeln, dann bist du Level 63, 53, dann ist hier. Dann ist hier Hupe. Im Pot. Cast. Jetzt kommt Elektroball, genau. Könnte der noch mit. Oh, ja, okay, nicht chillt, dann wird es stärker. Na, oh, Mann. Danke. Könnt jetzt bitte wieder Boden-Pokémon kommen? AP plus. Danke. Nett. Die Gegner sind so unglaublich lang. Der hat sich so einen Scheiß überlegt. Da gibt's einen Chanera. Oh, wie süß. Ich tue wieder Elektroball nach vorne. Da kann ich auf jeden Fall vor allem fliehen, was hier kommt. Wetten, jetzt kommen wir den ganzen Gesteinsboden-Pokémon. Wetten wir. Ja. Top-Elixier. Nett. Okay, warte, hier ist noch ein Item. Hier liegt ein Nugget. Ja, kann ich verkaufen. Wenn ich noch Geld brauchen würde. Brauche ich auch gar nicht mehr. Hier liegt eine Top-Genesung. Ist ja ganz schön genesungshaft. Das. Ja, ich will den Trennend noch benutzen. Einfach damit ich ihn verbrauchen kann. Damit er nicht unnötig liegt.
hier lang. Direkt noch Item, das will ich haben, das will ich haben. Haben will, will haben. So. Nein. Genau. Eine Topfgenesung, wenn ich das richtig gelesen habe im Augenwinkel. Und wir gehen weiter, immer straight Richtung Lugia. Ja, wir gehen auch jetzt Lugia töten und nicht Meftu. Ah, natürlich renne ich in die Sackgasse. Da oben müsste auch eine Sackgasse sein. Wusste ich doch. Bitch, I'm better than you. Da rechts müsste eine Sackgasse sein, ja. Yeah. No, falsch, ja, ja, Schutz. Jetzt kommt... Oh, Knocker. Geh weg. Gerade eben, wo ich meinen Totok vorne hatte, wolltest du nicht kommen. So, jetzt will ich auch nicht mehr. Tschüss. Oh, diese Knocker. Die wollen mir immer ihren langen Knochen zeigen. Kappa. Elektroball. Leckender Ball gegen leckender Ball. Danke. Hyperball. Wow. Brauche ich und so. Voll der Gang. Ah. Gib mir ein Pokémon, was ich mit meinem Elektroball besiegen kann. Und es ist tot. Und es ist tot. Für immer und ewig. Und Ewigstein. Für immer und Ewigstein. Oh. Davor denn nicht weg. Davor denn nicht weg. Ii, das ist ekelhaft. Weg, weg, weg. Sackgasse, die habe ich gesehen. Da geht's mir richtig lang. So. Meftu, komm her. So ein Wurf. 65! Ja, okay, ich muss mich bedenken. Entschuldigung. Ja, Mewtwo ist 70. Mhm. Doch mal ein 16-Minuten-Part. Wenn es so weitergeht. Ich hätte gesagt, ich besiege das Ditto, aber Ditto bringt nicht viel Erfahrungspunkte. Es sind... Nein. Ich glaube... Bin ich hier falsch? Sag mir nicht, dass ich falsch bin. Sag mir nicht, dass ich falsch bin. Ich kenne mich jetzt nicht mehr aus, wenn ich hier falsch bin. Wenn ich hier falsch bin, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Ich sag's dir. Topfbeleber. Parasex? Ja, Parasex. So heißt das, so wird das ausgesprochen. Oh Mann, Leute. Erlöst mich. Lasst mich einfach karten. Karten. Katagami. Oh, Alter. Ja, wow, schöner Knochen. Oh, geil, ja. Oh, mehr. Oh, danke, ja. Oh, ja, geil, danke, Knocker. Tschüss. Raichu, welcome. Kannst du bitte wieder gehen? Danke. Tschüss. Mann, geh weg, Leuchte. Ampelleuchte. Zeig ich doch. Mann, so predictable. Das Spiel muss gar nicht innovativ machen, ich weiß genau, was du machst. Entschuldigung, mich nervt es, wenn so viele Pokémon kommen. Oh, wie weit ist denn das noch? Gleich ein 50-Minuten-Part, wenn es weitergeht. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz reingehen und Mewtwo klatschen. Eigentlich auf den Deckel gehen und dann wieder gehen. Mann. Oh, Meta.
Jedes Bild der Pokémon gebe ich mir jetzt einen Schlag auf die Stirn. Danke, Dito. Hätte ich beim Training mich nicht machen dürfen, weil dann wäre ich tot. Entschuldigung. Bleibt mir gleich das A im Kopf. Im Kopf stecken? Ja. Im Kopf. Turtok, surf mich. Bring mich weg von dir. Versteht es ja, das komische etwas. Der Schutz wirkt nicht mehr. Hat er überhaupt mal gewirkt? Meine Frage. So. Ah. Wow. Ja, ich finde es echt spannend. Du siehst so abartig hässlich hier aus, Mewtwo. Deswegen kannst du schon getötet. Barriere, ja, erhöht deine physische Verteidigung, wo ich nur mach Donnerwitz. Hört sich speziell an. Habe ich dem überhaupt Schaden gemacht? Hat sich der Balken bewegt? Falls ja, sehe ich nicht. Es hat zumindest jetzt dann gleich volle Verteidigung. Ja, okay, muss sagen, der Spitzwert von Mute. Oh, paralysiert. Oh Gott sei Dank, danke. Oh, jetzt wird ganz lange paralysiert sein. Bitte. Das wäre so. Oh ja. Oh ja, geil. Ah, oh, gib's mir. Ah, oh, gib's ihm. Au. Stopp. 11 KP. Volltreffer. Nein, keine Genesung. Töte. Greif mich lieber an, anstatt Genesung zu benutzen. Hau mir aufs Maul, aber benutze keine Genesung. Danke. Ja, hau mich. Oh. Obwohl Psycho, ich kontinuiere mich. Nidoqueen. Turtok, meinte ich doch. Hydropumpe, los. Oh, ja. Macht Surfer mehr Schaden? Weil ich weiß, Surfer trifft auf jeden Fall. Keine Genesung. Triff, reich aus, bitte, reich. Bitte, please. Oh ja. Tschüss, Mewtwo. Ha, Mewtwo wurde besiegt. Geil. Ich bin mir beim unterlevelten Team bis komplett zu Mewtwo gekommen, habe Mewtwo geklatscht. Jetzt raus aus der Höhle, ich drehe mich mal im Kreis. Bin in Vertania City. Flieg noch nach Alabastion. Und beende dann. In meinem Zimmer, nachdem ich meine Mama noch nicht geheilt habe. Pepe, du solltest eine kurze Pause einlegen. Ja, danke. Heile mein Team. Oh, wie nett von dir. Sehr gut. Deine Pokémon sehen großartig aus. Ja, ich weiß, ich sehe immer gut aus. Ha. Ja. Ich setze mich hier in meine Gamecube. Ist hier ohne Gamecube? Ich weiß gar nicht mehr. Sortiere meine Pokémon nach Level. Was ist hier? Super Nintendo. Okay. Wie gesagt. Das war's dann hiermit ab sofort vom Let's Play Pokémon Rot Edition heißt es. Ich bedanke mich für alle, die zugeguckt haben, für alle Bewertungen, für alle Kommentare, für alle negativen Kommentare, sowohl für positive als auch negative, alle positiven, negativen Bewertungen, alles mögliche Gedöns. Danke für alle Abonnenten, danke alles für alles Mögliche, danke, dass ihr euch diesen Rotz hier angeguckt habt. Und ich würde sagen, der Part müsste heute Donnerstag sein, wenn er rauskommt. Mittwoch oder Donnerstag müsste es sein. Ja, irgendwie so, Mittwoch oder Donnerstag müsste es sein. Warte, ich kann mir überlegen, Samstag habe ich hochgeladen. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, es müsste heute Donnerstag sein. Morgen geht nicht gleich das neue Projekt los, sondern entweder direkt nächste Woche Montag. Also gleich Montag, in 4 Tagen müsste es sein, 3 Tagen. In 4 Tagen, entweder gleich in 4 Tagen um 19 Uhr
Oder je nachdem die Woche drauf, je nachdem wie es zeitlich noch rausgeht, weil ich bekomme ja einen neuen PC. Ich habe ihn ja immer noch nicht, ich kriege ihn übermorgen. Kriege ich ihn und dann, wenn alles funktioniert, dass ich alles perfekt eingestellt habe und alles mögliche und alles klappt, dann gibt es gleich am Montag nächste Woche ein Part. Also für euch Montag nächste Woche, für mich Montag in 2 Wochen. Und ja, falls nicht, dann halt die Woche drauf, aber dann werde ich wahrscheinlich ein kurzes Infovideo hochladen. Also dann, naja. Danke nochmal fürs Zusehen und ja, schreibt doch in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, das Projekt. Wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat, schreibt es auch mit rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Projekt garantiert wieder. Bye!